Moin Kinders und willkommen zurück zu Let's Play Overwatch. Heute mit dem Angriff von Hollywood. Wen nehmen wir denn da? Oh, da sind auch wieder ein paar Low-Levels dabei. War ja schon in der letzten Runde so ein bisschen kritisch mit denen. Hat aber dennoch geklappt. Also es muss nicht unbedingt ein eine schlechte Sache sein. Ich denke mal, an mir wird es auf jeden Fall hängen, entweder irgendwie einen Tank oder irgendwie einen Heiler zu spielen. Ich sage Heiler und klicke auf Symmetra, sehr schön. Angriffs-Symmetra ist auch mal das Beste, was es gibt, genauso wie Angriffs-Widowmaker. Kann man machen, ist aber meistens scheiße. Es sei denn, man ist halt richtig gut mit denen. Ach, wen nehme ich? Weißt du, was ich nehme? Ich nehme Diva, oder? Oder nehme ich Roadhog? Ich wollte eigentlich mal Roadhog spielen, aber ich könnte mal wieder Zaya nehmen. Schwer, ey. Oh, ich nehme Diva. Oh! Warte mal. Dich muss ich doch einmal, welcher war das? Guck, der hier, ne? Ich will keinen Voice-Chat hören. Ich könnte natürlich. Ich muss das vielleicht mal einstellen, dass ich den Voice-Chat-Channel automatisch verlasse. Oder zumindest gar nicht erst beitrete. Weil ich finde das super nervig, weil ich meine, die Leute haben sowieso meistens nichts Sinnvolles zu sagen. Oh mein Gott, kann der Typ mal endlich einen Charakter wählen, ne? Wahrscheinlich ist der AFK wird sowieso gleich gekickt, ja. Okay, ich hole mir ein Päckchen. So nicht, Soldier. Als ob ich dich nicht gekillt habe, du Hurensohn. Hauptsache, wir haben zwei Genjis. Das ist schon wieder so ein Team, wo ich genau weiß, das werden wir nicht schaffen. Ey. Aber es ist mir scheißegal. Ich spiele jetzt einfach Diva. Ich gebe mein Bestes. Try my best. Wenn wir es nicht schaffen, ist das Match wenigstens in 5 Minuten vorbei. Hat ja auch was für sich. Ganz ehrlich, mit solchen absolut dummen, behinderten Leuten habe ich so keine Lust zu spielen. Na toll. Na gut, wenigstens kann ich wieder meinen Mecker benutzen. Für 2 Sekunden. Gegen Reaper ist doch keine Chance. Oh, sogar 2 Reapers. Mann, oh Mann, das klingt ja wieder nach ultra viel Spaß. Ein bisschen schade, dass ich mir eine Ulti versammelt habe. Ach, hör doch auf. Cool, wie die alle das Package bekämpfen, ey. Das ist so peinlich, ey. Man nennt mich McCree. Oh oh. Nein, ich will keine Lex haben, bitte nicht. Ping, bitte. Tu mir das jetzt nicht an. Das Match läuft sowieso schon scheiße genug. Weil die sich alle zu fein dafür sind, einen Heiler zu spielen. Ich meine, wenn wenigstens einer Zenyatta spielen würde, der kann ja noch gut Schaden machen. Aber nee. Ich spiele lieber Symmetra oder Widowmaker. Oh, es hat tatsächlich einer Zenyatta genommen. Ah. Ah, Ultimate hast du oder nicht, interessiert hier keine. Könnte ich bitte ein bisschen Heilung haben? Na toll. Egal. Schießt euch mir an.
Leider kann ich mit meinem Schild Sayas Angriff nicht blocken. Oh, und ich bin tot. Ja, wir schaffen es auf jeden Fall in 60 Sekunden. Achso, wir haben das Handy noch nicht mal eingenommen. Ich dachte, wir haben 60 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint. Ja, nee. Keine Sorge, Leute, diese Qual, diese Tortur ist gleich vorbei. Alter, wie sie alle wegkommen. Aber seht euch ganz ehrlich, seht euch auch mal die Team-Comp an, ey. Das ist so wirklich lächerlich, ey. Immerhin habe ich das POTG sicher, das ist doch schon mal schön. Oh mein Gott, schaffen wir es wirklich noch? Wir haben es geschafft! Kaum zu glauben, aber wahr. Da hat meine Ulti dann doch nochmal den Unterschied gemacht. Kommt schon, Leute. Oh Mann, ey. Nee. Jetzt werden die echt gefahren, ey. Nur einen erwischt. Naja, zumindest die anderen gezwungen, in Deckung zu gehen, wodurch die dann vielleicht für meine Teamkameraden ein bisschen einfacher zu bekommen waren. Ja, das war klar. Reaper, nein, wir können doch drüber reden. Ich gehe erstmal auf die Suche nach dem Health Package. Meins! Alter, Soldier mit seinen scheiß Helix-Raketen. Das regt mich jedes Mal so auf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war nochmal schöner Kopfschüsse. Ach, Reaper. Ja gut, wenn man mit ohne richtigen Heiler spielt, muss man sich wohl damit abfinden, dass man. Noch 60 Sekunden. Dass man ständig drauf geht. Nein, komm schon, komm schon! Alter, war das knapp, ey. Boah, ist doch richtig gut, dass das komplette Team gewiped ist, ja. Oh, endlich! Endlich erbarmt sich mal jemand, einen richtigen Heiler zu spielen. Das ist echt super, wirklich. Und da ich schon den Job als Tank und Hauptschadensverteiler übernehme, da fragt man sich dann mal, was die anderen machen. Schade, dass Soldier dem ausgewichen ist. Na gut, das sollte nicht sein. Cheaters! Ich würde trotzdem sagen, dass wir uns ganz gut geschlagen haben. Ach was, das ist totaler Bullshit, was rede ich denn da? Nein, wir haben uns scheiße geschlagen. Ich war die Einzige, die gut war. Deswegen habe ich dieses Highlight auch total verdient. Naja, so ein Ulti-Highlight ist immer ein bisschen... Obwohl, ich muss sagen, die Ulti war da echt gut eingesetzt. Denn wir haben es dadurch geschafft, diesen Punkt einzunehmen, was ich eigentlich für unmöglich gehalten hatte. Von daher... Oh, sorry, ich fand mich am besten. Danke für eure Unterstützung. Daumen nach oben. Naja, Match war... Ich sag mal, es war mittelmäßig. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich Best Player in the World war, da waren noch halt 4 Low-Levels dabei, aber dennoch...
Ich glaube, die Leute könnten es sich auch gerade, wenn sie bei dem Spiel anfangen, halt auch ein bisschen einfacher machen, wenn sie, weiß ich nicht, einfach so ein bisschen passendere Helden wählen. Ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber gut, darüber können wir uns unterhalten in der nächsten Folge von Let's Play Overwatch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Stellung.